Willkommen zurück bei Dark Souls, liebe Freunde. Ja, wo der Weg zu Kalamit in der heutigen Folge auf dem Programm steht. Und ich glaube, wir könnten ja eventuell nochmal hier die Seele plöppen. Kann ich vielleicht noch ein Level mit skillen? Wäre nicht ganz verkehrt. Gab nochmal 10.000 extra. Ja, das passt. Da können wir ja noch einen weiteren Punkt in Intelligenz packen. Dann haben wir schon 48 und nähern uns mit großen Schritten der 50. Und dann können wir uns, glaube ich, wegporten. Oder muss ich die Zauber nochmal einstimmen? Ne, komm, wir teleportieren uns erstmal zur Stadt Olasil. Dann können wir da nämlich uns Richtung Kalamit machen. Wobei ich gerade überlege, das komische Typ vor Artorias müsste ja jetzt auch da sein. Der die Seele von Artorias haben wollte. Den haben wir ja bis jetzt ignoriert. Ja genau, da sitzt das Dingsi-Bumsi doch. Was immer das auch ist oder wer immer das ist. Und ich gucke mal, den können wir doch auch mit der Träne, glaube ich, wegbolzen. Ja, genau. Nein, du kriegst meine Seele nicht. Und jetzt muss ich mich mal irgendwie hier hinstellen. Ich kann den ja noch nicht anvisieren, dass ich den irgendwie treffe mit der Träne. Das ist gar nicht mal so einfach hier. So, komm mal her. Und jetzt machen wir doch einfach mal hier, ja, ich glaube, treffe ich. Ja, mal gucken. Tot? Ne, lebt noch. Ach, Hälfte aber abgezogen. Das heißt, eine Träne brauchen wir noch. Jetzt kann ich aber auch locken. Oh, einfach mal daneben geschossen. Nicht so schön. Bleib doch mal. Alter, das Ding ist wie ein Flummi und hüpft hier einfach mal lustig rum. So, jetzt bleib mal bitte stehen oder hau mich. Mach mal. Genau. So, jetzt kann ich. Zack. Fast 1000 Schaden. Moppetmann tot. Ole. So, und wir kriegen die beiden Waffen. Und hier die komplette Rüstung. Ja gut, sacken wir ein, resetten wir nochmal kurz am Feuer, würde ich sagen, weil wir ja schon die Tränen rausgehauen haben. Oder muss ich doch nicht, weil... was habe ich denn überhaupt hier an Zaubern? Ja gut, können wir mit der Seelenmasse machen. Passt, ne? Ich habe überlegt, wir müssen ja sowieso erstmal runter uns einmal anhusten lassen von Kalamit. Wir können ja nicht direkt gegen ihn kämpfen. Müssen dann ja hoch zu Gaff und sagen, Hilfe, Hilfe, wir sind zu schwach, schieß den Drachen mal ab. Und das machen wir jetzt einfach mal. Da sind natürlich hier unten wieder diese komischen Hüpfehunde, die mir tierisch auf den Sack gehen. Deswegen habe ich mir mal überlegt, ich guck mal, ob ich einfach hier mit Kristallknattermasse, ob ich die damit einfach kaputt bekomme, wenn die rumhüpfen wie die Flummis, dass die trotzdem getroffen werden. Mal schauen, ob hier der Plan funktioniert. Komm mal her. Ja, das scheint ja zu funktionieren. Dann könnt ihr rumhüpfen, wie ihr wollt. Aua. Naja, nun bitte mich nicht angreifen, das wäre nicht so schön. Und dann können wir uns da hinten nämlich den Blinke-Gegenstand holen. Ja, das funktioniert doch ganz gut mit der Kristallseelenmasse. Auf jeden Fall besser als im Nahkampf oder mit konventionellen Zaubern, wo ich immer zaubern muss. Die Dinger suchen sich das Ziel ja dann automatisch, so mehr oder minder. Gucken wir mal, ob das auch so bleibt. Ja, ich habe leider keinen Ring der Opferung mehr, den ich noch anziehen könnte. Sonst würde ich den, glaube ich, noch anziehen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass mich Kalamit einfach weghustet, weil ich so wenig Stamina fürs Blocken habe. Der macht ja diesen komischen schwarzen Pesthauch-Atemzeug, Dixi-Bumsi. Und wenn er mich trifft, ist halt die Stamina-Ratz fast weg und dann geht's aufs Leben. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich hier gleich abnippel. Aber das kann ich halt nicht ändern, weil ich derzeit nur einen Ring der Opferung habe, beziehungsweise hatte. Den haben wir ja bei Seas benutzt. Gut, das funktioniert ja mit den Kristallseelenmassen ganz gut. So. Ich rüste mal finstere Träne aus, denn da unten ist ja noch ein Lizard. Oder Verfolger? Ich weiß es nicht. Ja, da müssen wir ja einmal hier runterspringen und da ist ja dann diese komische Lurchi-Echse. Ich probiere es mal mit Verfolger, ob das funktioniert. Dann kann ich hier nämlich runterspringen. Achso, upsa, jetzt fliege ich natürlich hier noch Kalamit durchs Bild. So, wo ist denn hier dein Moped-Lizard? Da. So, anvisieren und weg ist er. Ja gut, das funktioniert mit der Folge auch super. Dann haben wir hier nochmal Funkeltitanit und eine grüne Scherbe bekommen. Und können uns hier dann wieder runterhangeln. Und dann einmal Kalamit aktivieren. Also wie gesagt, bevor man den halt abschießen kann von Gaff, oder abschießen lassen kann von Gaff, muss man einmal ein bisschen Schaden kassieren. Sonst kann man den halt nicht beschwören oder sonst kommt er halt nicht oder wie auch immer. Und ja, ich hoffe mal, der kommt jetzt. Hallo? Kalamit? Kommst du? Ah, da kommt er. Hilfe, 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 Hilfe,
habe ich mich schon tot gesehen. Aber komplett einmal halt auch wieder den Block durchschlagen. So, das reicht. Jetzt können wir halt zu Kollege Gaff gehen und sagen, ich brauche mal deine Hilfe, wir sind zu schwach, schieß doch mal bitte den lustigen Drachen ab und dann können wir ihn hier machen. Eine elendige Hin- und Herrennerei. Ja, wie gesagt, bin ich ja schon gespannt drauf, aber nachdem das gegen Manus ja mit dem Wetbursten so ganz gut geklappt hat, sehe ich der Sache eigentlich positiv entgegen, dass ich den auch kaputt hauen kann. Einfach ganz schnell mit den finsteren Tränen. Aber man soll den Tag ja nicht vor den Abend loben. Wie gesagt, der Drache ist ja auch ein bisschen sick. Ich kann ja auch irgendwie hier diese komischen Drecks schwarzen Wolken husten. Hat ja seinen komischen Todesröntgenstrahlblick, wo er immer die Köpfe explodieren lässt. Ja, der Schwanz und die Pfoten und überhaupt alles. Alles gefährlich. Ja. Was steht danach auf dem Programm? Ich weiß gar nicht, was wir eigentlich noch offen haben. Wir haben bis jetzt ja, glaube ich, von den vier Seelen nur die von Cease geholt. Das heißt, wir hätten noch Nito, wir hätten noch Bed of Chaos und wir hätten noch die vier Könige. Plus die optionalen Bosse in der gemalten Welt von Ariamis und Gwyndolin. Den hätten wir auch noch. Ja, das ist so das, was wir noch offen haben. Da muss ich mal gucken, was wir als nächstes überhaupt noch machen. Oder besser gesagt, was wir als nächstes denn dann angehen werden. Habe ich mir noch ehrlich gesagt keine Gedanken drüber gemacht. Achso, und natürlich auch Wuff Wuff, ne? Greywolf Sif haben wir ja auch offen. Wahrscheinlich dann mit veränderter Cutscene. Weil wir ihn ja jetzt gerettet haben. Wobei mir einfällt, wir haben ihn ja eigentlich gar nicht gerettet. Nee, oder? Ja, reden. Red mal weiter. Und nochmal reden. Und nochmal reden. Gut, weggehen. So, und nochmal reden. Und ja, wir sind mutig und wollen es probieren. Und dann nochmal ja, weil wir Hilfe wollen. Was? Ja, ja, mach mal. Und dann kommt eine der geilsten Cutscenes, die lasse ich jetzt nochmal drin. Ich finde das so cool. Der Kerl sieht nicht mal seinen Bogen, aber den Drachen auf 500 Kilometer Entfernung trifft er mit GPS-Pfeilen. Hervorragend. Ja, und ich bin im Moment immer noch ein wenig am Überlegen, ob ich denn überhaupt Sif mit der veränderten Cutscene bekomme, weil ich Sif ja eigentlich gar nicht gerettet habe. Das habe ich ja irgendwie geskippt. War vielleicht doch nicht so clever. Schreibt's doch mal in die Kommentare, ob ich den tatsächlich retten muss oder ob es reicht, Manus zu killen. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ach, schade, schade. Naja, wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin mir da recht unsicher. Ja. Rüsten wir einfach nochmal neu unsere Zauber aus. Ich brauche mal hier die Knattermasse für die Hunde, die andere Knattermasse für den Boss. Dann brauche ich natürlich den Verfolger. Dann brauche ich Träne und natürlich innere Kraft. Das wäre natürlich auch nicht ganz falsch. Ist ja nicht so, dass wir den Zauber immer bei Bossen benutzen. Dann haben wir das auch und können uns auf den Weg machen. Ja, die Zielflugseelenmasse benutze ich jetzt einfach bei diesen komischen Nervhunden. Die kann ich damit einfach fix wegknattern. Dann verschwende ich damit keine wichtigen Zauber. Und das hat ja gerade ganz gut funktioniert. Ich denke mal, der Schaden der Seelenmasse sollte da ja auch ausreichen. Ja, und dann können wir uns in der nächsten Folge Calamite anschauen. Und als nächstes danach würde ich dann halt sagen, gucken wir uns mal Sif an. Ich hoffe dann, wie gesagt, mit veränderter Cutscene oder ich muss mich da echt nochmal runterbolzen. Ja, toll. Wenn man halt nicht alles macht, dann...
zahlt sich das irgendwann heim. Wie auch immer. So, machen wir jetzt hier mal die Hunde. Hunde, Hunde, Hunde. Da ist der Hund. Da war der Hund. Dann haben wir da, glaube ich, noch einen. Wo ist der nächste? Der war ein Stückchen weiter hinter. Ah, da hinten sehe ich ihn. Alter, der rennt natürlich direkt an den Fallen vorbei. Mann, ey. Schön, schön. Stimmt nochmal bitte. Dankeschön. So, und dann haben wir noch den dritten im Bunde. Dann haben wir schon die Hälfte fast der Aufladung verbraucht für die Hunde. Who let the dogs out? So, der ist aber auch weg. Ja, und dann steht Kalamit auf dem Programm. Und das schauen wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Ich denke mal, ja, das ist gut. Nächste Folge Kalamit. Und ich sag bis dahin.